Hallo Leute, willkommen bei uns beim Würfelorden. Ich darf euch heute wieder eine Armee aus dem Hobbit vorstellen. Ich muss sagen, es ist wesentlich witzloser über die Hobbit-Armeen als über die Herr-der-Ringe-Armeen zu reden, weil die Änderungen hier wirklich sehr, sehr knapp ausgefallen sind. Heute nehmen wir sich was Spannendes vor, und zwar gehen wir heute auf die Jagd. Und zwar mit Azogs Jägern gemeinsam. Azogs Jäger ist eine sehr spannende Liste meiner Meinung nach, die was durchaus ein Fun-Potenzial hat, wo ich mir echt überlege, die würde mir auch noch gefallen. Fangen wir mal an mit den Bündnissen. Die Bündnisse sind relativ rar bei Azogs Jägern, das finde ich ein bisschen schade. Wir haben eine Dol Guldur und Azogs Legion mit Grün. Da könnte man noch einiges machen, dafür sind die gelben Bündnisse ganz nett. Aber es kommt darauf an, wie man der Azogsjäger spielen will, ob man da Gelbbündnisse eingehen will oder nicht. Was mir dazu noch einfällt, eben erzähle ich euch gleich. Azog und Bolg werde ich dann bei Azogs Legion die Profile genau durchgehen. Allerdings gehe ich kurz trotzdem darauf ein, was sich bei ihnen ändert, wenn sie bei Azogs Jägern dabei sind. Azog selbst ist hier ein legendärer Held, das macht durchaus Sinn. Wenn er schon die Armee betitelt, sollte er auch legendär sein. Verliert aber dabei dann, dadurch, dass es nur mehr ein Profil gibt, sowohl den Jäger als auch das, verliert dabei die schwere Rüstung, den Steinflegel und den Signalturm. Das heißt, die Möglichkeiten haben wir nicht zum Ausrüsten. Bolg wiederum ist ruhmreich, aber das ist er bei Azogs Legion eh auch. Das waren einmal die beiden Dicken, die, wie gesagt, auf die gehe ich jetzt nicht näher ein, sondern kommen wir direkt zu den anderen. Und zwar fangen wir mal an mit Jasnek. Jasnek, finde ich, ist ein mega cooler Held, der hat mir im Film auch schon gefallen und in der Umsetzung. Ist ein bisschen tricky geworden, meiner Meinung nach. Und zwar hat er jetzt eine zweihändige Axt, die hat er vorher auch schon gehabt, hat aber keinen Dolch bekommen. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, der kann eine Lanze und einen Düsterwag bekommen. Daher macht sehr, sehr wenig Sinn, den Kerl ohne der Ausrüstung zu spielen, weil ich einfach wieder nur zweihändig kämpfen kann und das natürlich ein mega Malus ist, meiner Meinung nach. Drum, das ist eigentlich kann ziemlich ins Auge gehen. Umso härter ist es dann, wenn man ihm zum Beispiel den Waag wegschießt. Das heißt, wenn ich die gegnerische Armee habe und da sind relativ viele Waage dabei, gehe ich mit allem Beschuss auf ihn, weil plötzlich habe ich einen mega starken Held sehr stark reduziert, weil er hier jetzt nur noch die zweihändige Axt hat, statt der Lanze und dem Waag. Das tut richtig weh bei dem Helden, dem hätte ein Messer sehr geholfen. Was ich ganz cool finde, da können wir gleich einen Fimbul dazu nehmen. Der Fimbul ist gleich geblieben, aber er und der Fimbul haben beide einen heroischen Hieb. Das finde ich gegen Heldenjäger, wie wir es im Film eigentlich gehabt haben, eine sehr gute Lösung. Das gefällt mir persönlich mega gut, finde ich schön. Finde ich cool. Vor allem haben dann doch zwei kleine Helden, die das auch können, das finde ich recht cool. Auch die Punktekosten bei denen finde ich eigentlich mega stark und das macht die Armee wirklich lustig, weil ich hier extreme Masse spammen kann. In Kombination mit dem Armeebonus, dass ich 50% Bögen kriege, auf einmal auf die 4 treffe und wenn ich dann auch noch Bolg drin habe, die Morgulpfeile kriege, kann ich hier eine mega geile Beschussliste spielen. Da kriege ich sicher auf 600 Punkte an die 15, 16 Bogenschützen rein, die alle auf die 4 treffen und dann noch Morgulpfeile haben. Das heißt, die geht gegen Monster und Helden tut das halt schon mega weh. Das Ganze kann man sogar noch verbessern. Und zwar indem man den guten Nasuk reinnimmt. Das ist der Kerl, dem was Thranduil im Film den Kopf abschlägt. Der hat nämlich eine Zielgenauigkeit. Einer der wenigen Helden mit einer heroischen Zielgenauigkeit, was ich sau cool finde. Weil ihr müsst bedenken, der hat drei Heldentum. Das heißt, er kann dreimal noch eine beschussstarke Armee so mega aufrüsten. Drum, top, finde ich sehr, sehr gut. Dann der Hauptmann, die Jägerorks sind gleich geblieben, das finde ich interessant. Wir haben es schon in mehreren Fällen gehabt mit der Stärke 4 vom Jägerork, das ist so eine Sache. Noch
und schlussendlich noch zu ergänzen, der Düsterwag. Der Düsterwag ist einen Punkt billiger geworden, was ich sehr sinnvoll finde, weil der eigentlich, weil ich finde die mega cool, ich spiele die gerne, ich finde die schön, aber das ist so ein, ja. Wie wird sich die Liste entwickeln? Ich glaube, dass Jägerorks immer noch sehr, sehr kompetitiv sind, so durch die Stärke 4. Leider haben sie ja eher die Möglichkeit auf einen Schamanen verloren, weil der Mordor-Schamane hier jetzt nicht mehr gilt. Und der Angmar natürlich auch nicht. Das heißt, Retter habe ich leider keinen mehr, auch keinen Mut mehr, Bonus mehr. Jetzt wird man fast das Horn in irgendeiner Form mitnehmen müssen, wenn man, weil, dadurch, dass die Helden auch relativ mutlos sind, sage ich einmal. Was kann hier aber cool sein? Natürlich der Mega-Beschuss. Wenn ich selber keinen Beschuss mit habe, kann der richtig hart sein. Und da kommen wir leider zu einem Nachteil noch. Ich kann zum Beispiel nicht mit dem Schattenkönig kombinieren, dass der Gegner den schlechter trifft, um die Beschusshoheit hier nochmal zu verschlechtern. Das finde ich leider sehr, sehr schade. Vielleicht könnt ihr hier irgendwas noch ergänzen, wenn mir was einfällt. Die Bündnisse sind, für, wenn ich Jägerx als Nahkämpfer spielen will, durchaus legitim, auch wenn ich zum Beispiel Dol Guldur Kavallerie dadurch geben will. Das heißt, wenn ich dadurch könnte ich zum Beispiel Düsterwagreiter mitnehmen, könnte ich Düsterwage mitnehmen und mache auf einmal eine sehr unmobile Armee, damit sehr mobil. Das heißt, die sind als Bündnispartner für Azogs Legion, finde ich sehr, sehr spannend, dadurch, dass der Armeebonus für beide noch bestehen bleibt. Ich kann mir Beschuss mitnehmen, das was Azogs Legion nicht hat, und habe dadurch echt gute Möglichkeiten, weil ich habe 50%, das heißt, ich nehme einen Trupp, habe 6 Schützen dabei drinnen, habe vielleicht noch einen billigen Helden, den ich bei Azogs Legion so auch nicht habe, und kann hier wirklich noch Truppen rein spammen. Finde ich eine sehr coole Sache eigentlich, diese Kombinationsmöglichkeit, die macht die Jäger sehr spannend. Insgesamt finde ich auch die Heldenauswahl sehr gut. Wir haben eigentlich drei eigentlich billige Helden, die was aber trotzdem sehr starken Output haben, durch Lanzen und dergleichen, die was mir persönlich sehr gut gefallen. Wir haben insgesamt auch sehr beschussstarke Listen und haben sehr charakteristische Einheiten. Also in Summe finde ich das wirklich eine sehr schöne Lösung, was hier gekommen ist. Kann man gar nichts dazu sagen. Ich glaube, dass man die oft als Beschussliste sehen wird. Ich glaube aber auch, dass die allgemein eine sehr spaßige Liste sind, wobei die natürlich gegen feindliche Beschusslisten ordentlich einstecken müssen durch die geringe Form. Solltet ihr noch irgendwas ergänzen wollen, mir persönlich fällt jetzt nichts mehr ein, was spielbar ist. Ich bin auch so jemand, der in so einer Armee auf jeden Fall 4-5 Düsterwaage reinnehmen würde, allein um ein bisschen schnelle Bewegung reinzukriegen. Passt. Das war's von dem Ganzen. Danke fürs Einschalten. War wieder ein kurzes Video, aber ich hoffe, es hat euch interessiert. Bis zum nächsten Mal. Ciao vom Würfelort.